Moin, 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 herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Dragodia Server Let's Play. Wir haben endlich diese Kleekühe, die Schnüffler, und sie machen einen riesen Lärm. Sie graben schon diese Teile, Kannenpflanzenkapsel aus. Es gibt noch eine Art, und ja, die können wir immer so random, denke ich mal, hinstellen. Die sehen richtig cool aus, wenn sie ein bisschen getrennt sind. Und wir müssen ja hier noch die anderen Sachen anpflanzen, deshalb, genau, die Blumen müssen leider auch dann wieder ein bisschen mehr weg. Jo, wir haben eigentlich ja, ziemlich viel geschafft im letzten Part und in den Livestreams davor. Genau. Haben hier leider nicht mehr so die Setzlinge, denke ich jetzt. Keine Ahnung. Nur das noch kurz, weil die ja so, jo, umgewandelt werden. Die Setzlinge einfach sich nur in einem kleinen Holzding verwandeln. Ich möchte euch mit euch heute noch ein bisschen ausprobieren, wie es aussieht. Deshalb müssen wir da ein bisschen umcraften. Ich habe hier noch wegen dem Oster-Event gefarmt, genau. Und ich tue jetzt mal ein bisschen Sand nehmen. Mache die wirklich in die Treppen. Sandstein kann man, glaube ich, einfach so herstellen, genau. Gut. Dann muss ich irgendwie smooth Sandsteine haben. Also das sind einfach Sandsteintreppen dann. Und smooth sind nochmal eine Schnitte, ne? Genau. Das heißt, ich mache die hier hin. Und dann möchte ich irgendwie Sandsteintreppen haben. Mist, ich habe es falsch gemacht. Es gibt, glaube ich, keine Geschnitt. Es gibt keine Geschnitt. Oh Mann. Ich dulli. Es sieht halt so aus, als würden die geschnitten sein. So jetzt. Also, dann haben wir noch einen Eimer. Jetzt möchte ich einfach mal den nehmen hier. Wir haben noch Sand. Ja, wir haben Sandstein. Okay. Also, ich möchte gerne. Okay. Ist nicht so gut, wenn wir das so machen. Ich wollte die einfach ein bisschen höher setzen, aber das ist nicht so gut. Ich möchte gerne. Hallo, die Schaufel haben. So. Ich möchte einfach ein bisschen dekorieren und sie ein bisschen so machen. Also würden wir hier am Strand, wo es so heiß ist, ja ein bisschen Wasserprobleme haben. Einfach so Wassergräben machen. Weil ich die für einen Ding brauche, oder? Für ist Wasser am besten. Das kann ich weg von Strömung her. Gut, das fließt hoffentlich nicht. Ich sehe es jetzt gerade nicht so gut. Ja, es fließt nicht. Und in die Ecken kann man das nicht so gut platzieren. Doch, aber es tut nicht fließen. Okay. Dass es ein bisschen schöner aussieht, oder? So ein bisschen Wasserspuren machen. Okay. Machen wir das bei ein paar. Und wir müssen ja sowieso die Mangroven irgendwie auch anders hinstellen. Also das geht ja nicht mit einem. Wir haben nur so wenig Treppen gemacht. Ja gut. Wir haben auch ein bisschen vergeudet. He? Also machen wir das nochmals besser. Wenn wir Sand reintun, dann haben wir Sandstein. Hä, wieso geht? Wieso machen die das nicht, weil es einfach nicht realistisch ist? So. Und was ist das? Sandstein? Geschnittenes Sand? Direkt und Sandsteinmauer. Das ist auch etwas, das ich fast nie verwende, so Sandsteinmauer. Ich möchte schon gerne mal einfach Blöcke verwenden, die ich sonst eigentlich nicht so verwende. Ist ja klar. Einfach weil es auch anders ist. So. Wenn ich da einfach gegenüber mache, habe ich dann schon voll. Aber es ist ja nicht richtig waterlogged dann. Nee, es passiert einfach gar nichts. Es fließt einfach gar nicht. Aber so fließt es wenigstens zusammen. Okay, gut. Also ich wollte ja noch die Blumen anpflanzen. Und die brauchen die nur
Können die mit Sandboden irgendwie wachsen? Nein, die müssen wirklich ein. Also ich pflanze jetzt mal ja mit Erde einfach random ein paar Blumen hin. Einfach ganz random. Und tue sie immer noch. Ach Mann, das ist so blöd manchmal, dass man halt einfach nicht so supported wird. Dass das Spiel einfach da nicht so diese Sachen macht oder die Bequemlichkeiten und so. Ich tue jetzt mal hier und hier eine machen. Einfach, dass ich die Leute so ein bisschen willkommen heiße mit den stinkigen Röhren. Och, ich bin ein Schlängel. Die können wir auch mal wieder ein bisschen ernten. Die hängen sonst hier nur herum. So. Mangroven wollte ich hier auch noch anders machen. Also, ja, neu anpflanzen, so ernten, neu anpflanzen. Genau, dann haben wir einfach da die Sachen. Die Eisenhacke muss ich wieder zurückbringen. Habe ich hier drinnen noch etwas? Ja, einfach die Sachen, die ich brauche. Dann gehen wir jetzt noch verzaubern. Ja, warten wir auf diese Röhren. Und wir setzen schon einmal ein paar Mangroven weiterhin hin. Dafür brauchen wir, glaube ich. Bin jetzt gerade nicht so im Bilde, dass die wachsen wirklich auf der Erde, auf dem Sand. Ich will hier eigentlich auch den Sand nicht wegmachen, also ich sollte sie schon ins Wasser setzen. Ja, komm. Einfach, also hier mache ich ja dann gleich bald wieder einen Turm. Also so abmessend müsste ich eigentlich jetzt genau hier den Turm machen. Ungefähr hier. Das heißt, also wenn jetzt da am Ende schräge der Turm kommt, der nächste, dann heißt es, ich kann hier noch einen Turm. Nein, ich kann nicht wegen den Kakteen. Ich mache hier einen. Die brauchen wirklich Erde. So ein Mist. Was geht eigentlich in Minecraft noch okay? Oder immer noch nicht, ey. Vieles. Einfach wegen Mods, weil bei denen so viel geht. Denke ich mir immer, wie wenig weit ist Minecraft eigentlich immer noch? Was machen die Entwickler überhaupt? Oder? Also jetzt kommt ja das Gürteltier, das macht mich wieder ein bisschen motivierender. Aber andere Sachen interessieren mich überhaupt nicht. Okay, die Biomumgestaltung, wenn das überhaupt da ist. Ich weiß nicht mal, ob die kommen überhaupt oder nur eins kommt. Ich wette, es ist noch das Savannenbiom und nicht das Beckenbiom. Ich liebe einfach das Beckenbiom. Ich hoffe, es einfach kommt. Es kommt einfach. Den fäll ich dann später. Ah ja, die Erde. So. Und hier haben wir wirklich auch nochmals. Ist es auch wieder ein Bug mit diesem WordGuard? Das buggt immer irgendwie rum. Ich weiß nicht wieso. Aber ich habe doch nicht den Dschungelsetzling dahin geklatscht. Ich weiß es nicht. Ah. Die muss ich sowieso ins andere tun. Also, haben wir dann nicht noch einen Setzling? Ich könnte vielleicht. Glaube ich, tue mal kurz Akazien hier hinklatschen. Ja, wir haben nicht einen zweiten. Also, wir brauchen Erde. Da haben wir doch hier irgendwo gehabt. So. Machen wir das jetzt richtig. So. Hier haben wir gesagt, ein. Hier ungefähr ein. Hier in die Ecke. Dann haben wir noch zwei. Einen richtig da vorne. Und den letzten mache ich einfach hier daneben. Ja. So. Und die anderen mache ich weg, weil ich will dort auch natürlich noch ein bisschen dekorieren. Andere Setzlinge haben wir gerade nicht. Wir können noch ein bisschen Akazien farmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich habe von denen Holz. Aber, jo. Und ich wollte ja jetzt den Loot noch öffnen, genau.
Machen wir doch den Loot jetzt kurz, nur ich die Bäume. Jetzt mal für einzelne noch anpflanzen. Ja, nicht so weit. Und die Mangroven. Also zuerst einmal der Loot machen, oder? Und die Kamele vielleicht jetzt nochmals vervielfältigen. Wo habe ich den Kakteen? Ja, das ist runtergerutscht. Sehr gut. Wenn immer ein Kamel wie hier, das ist ein Schlingel. Och, ein faules Kamel. Hallo. Sind Kamele immer so gerne am Schlafen? So, und bald müssen wir natürlich eins wieder schlachten für die Köpfe. Also ich müsste mindestens zwei Köpfe haben. Dann lasse ich die natürlich in Frieden. Und jetzt gehen wir erstmal kurz schlafen. Haben wir nicht im Bett da? Das ist nicht so gut, wenn wir es so spät machen. Weil Monster sind halt, also vor allem Creeper sind halt viel schlimmer. Habe ich so das Gefühl mit MCMMO. Okay, Skelette. Geil, Skelette auf einen. Okay, einmal bin ich getroffen worden. Ist nicht so schlimm. Und Skelettköpfe droppen auch nicht mehr oder so. Also die droppen nicht, weil es Skelettköpfe gibt oder so. Aber die kann man ja auch nicht farmen, gut. Wo gibt es Skelettköpfe in Minecraft? Wie bekommt man die Skelettköpfe üben? Gibt es auch wieder so einen Trick? Ich bin einfach ein Friedhof, hey, das geht doch nicht. Die armen Spiele sind AFK gegangen. Also am besten auf dem Server wirklich nicht so AFK gehen, oder? Ihr könnt ja immer wieder ein Home setzen und ja, in der Hub-Seite einfach wieder resettet, sonst spawnen die wieder dort, wo ihr wart. So, tue ich einfach mal ein paar Sachen. Wie viel Bleich ich überhaupt noch habe. Ja, Caps. Gut. Wieso heißen die Seetang auf Deutsch, wenn es Cape, ja. Voll easy, die, die Englischsprachigen haben. Genau, Blumen sind irgendwo da. Der letzten Truhe. Dann mache ich die auch hier rein. Dann mache ich mal so Kaktus. Goldener Ross hau ich mal raus. Ja, so Lapis Lazuli sowieso nicht. Hm. Ich glaube, Knochen sind sowieso auch über C. Aber mal Setzlinge da rein. So, dann haben wir ein bisschen Platz. Rosshanisch kommt er rein zu den Truhen, also Amos. Ja, der auch. Und ja, in der einen Kiste machen wir das Lapis Lazuli jetzt rein. Und hier stecken wir einfach voll. Ja, okay, die Knochen kommen nicht rein. Dafür das verrottete Fleisch nicht. Hier kann noch Fleisch hin. Ah nein, die wollte ich ja braten. Ach, Hammelfleisch. Haben wir jetzt genug Platz für die Eimer? Okay, wir haben die Holzkohle noch. Haben wir auch Ding? Ding, 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 ding. Wir haben hier noch mehr Rose. Genau, wir haben auch die Lava wieder. Wir müssen jetzt echt noch mehr Lava hier hochsetzen. Das habe ich jetzt einfach vergessen aus Prinzip. Weil wir haben schon zu wenig Ding. Ja, es geht nicht gut. Ja. Okay, dann machen wir das halt später, wenn wieder Lava unten ist. Dafür haben wir jetzt einfach mehr von dem. Ja, fließende Lava gibt es wirklich nicht. Ja, ist ein bisschen blöde, dass wir einfach da noch mehr brauchen, aber
Wir müssen einfach das brennen, das geht nicht, das sind zu viele. So, das Holz tue ich einfach mal hier rein. Na, die Holzkohle jetzt auch mal kurz. Dann haben wir noch die Spitzhacke zu machen. So, und wo haben wir das Lapis Lazuli und sowas? Wir, ah ja, immer ein Ding. Genau, wir müssen jetzt dieses Mal eigentlich einen Bogen machen. Also hier haben wir Haltbarkeit drauf, genau. Wir machen einfach einen Bogen. Ein Bogen aus Diamanten. Wir machen einen Bogen. Wir machen einen Bogen um den Bogen. Wir machen zwei Bögen. So, weil wir mehr Verzauberungen oder mehr Level haben. Oh, wieso trennt sich das? Ja, ist gut. Ich weiß, dass das automatische Zeug so schlimm ist. Ich weiß es. Also das eine ist ja gut, wenn man irgendwie daneben klickt oder dass es nicht gerade rausfliegt, sondern irgendwo random irgendwo hingezogen wird. Das ist gut. Aber man sucht es dann auch wieder. Und wir haben ja das Problem, dass wir einfach so ganz schnell einfach Items splitten können. Das ist nicht so gut. Jetzt gerade passiert. Es ist einfach mehr Arbeit, also dass es einen Nutzen hat. Und dieses automatisch in die Taskbar equippen, wenn man etwas aufsammelt, das finde ich auch nicht gut. Aber okay. Ich zeige euch kurz noch eine Farm von ihm. Das ist nämlich die Schallplattenfarm. Ich kann ja dann wieder hoch. Irgendwo, oder? Also. Und ich zeige es einfach euch kurz mit dem Game Mode. Aber kurz zeigen. So, weil sonst mache ich danach noch etwas kaputt. Ey. Pass auf da hinten. Also hier kommt eine. Hier kommt ein Skelett hin und hier ein Creeper. Und dann schießt so, also wenn wir dort den hinter dem Zaun stehen, schießt das Skelett den Creeper eventuell ab, oder? Das, jo. Die Schallplatte droppt, weil das Skeletten-Creeper abgeschossen hat. So, also, wir müssen Bogen verzaubern. Stärke 4. Unendlichkeit! Was wollte ich? Unendlichkeit! Doch, wir haben zu wenig Levels. Also, dann machen wir doch das einfach mal hier rein, ne? Dass wir das wieder verzaubern. Wir haben einfach Unendlichkeit. Jetzt kann ich gleich mal ein bisschen herumballern. Boom. Weiter 2. Jetzt möchte ich euch ja die letzten 12 Minuten noch zeigen. Ich habe ja hier den warmen Ozean, also den lauwarmen Ozean. Der ist ja hellblau. Oder der ist nicht ganz, ganz hellblau, sondern so ein bisschen weniger hellblau vielleicht. Also ihr seht, das Wasser hier ist der Strand. Das ist dunkler und dann wird es heller. Und hier habe ich überall Leute gesucht. Also ja, nicht so viel hier. In einem anderen hellblauen Ozean, also lauwarmen Ozean. Aber hier habe ich einen gefunden und hier unten, da. Und das war halt extremst, oder diese Schniffeeier. Wie selten 13% überhaupt sind. Das ist schon extremst, oder? 13% ist schon sehr selten, oder ich habe einfach nie Glück. Ich habe ja auch nie Glück bei den 30. Wieso droppt bei mir einfach keiner einen Dreizack? Kein einziger Trunkener mit Dreizack. Das ist schlimm genug, oder? Ich habe einfach diese 13. Das ist meine Unglückszahl, ich weiß. Wie bei vielen. Aber, jo, es kann auch nur 7 oder 9% sein oder so, aber ich denke immer so an 13. Weil irgendwie in Minecraft irgendwie die 13 sehr beliebt ist und so. Also eben wegen Unglück. Aber das ist halt so unglaublich blöde. Wenn man halt nie etwas richtig droppt. Ich kann zum Beispiel zu diesem Ding gehen und wir killen einfach noch kurz ein bisschen Dreizack ertrunken, aber das dauert halt. Also ich kann gerne mal einen Livestream machen wieder. Heute komme ich ein bisschen früher raus, nach Hause. Es wird einfach ein bisschen spät sein für Minecraft. Also ich werde trotzdem streamen, auch wenn niemand zuschaut oder so. Aber Minecraft ist halt so, am Abend haben die Lust zu schauen.
die Zuschauer, also allgemein, und am Tag überhaupt nicht. Also am Morgen oder ja, so am Mittag überhaupt nicht. Und das ist ja für mich jetzt halt schon nicht gerade so ideal, wenn ich halt immer Zeit habe, nicht so viel Besuch habe, beziehungsweise die Wege nicht unbedingt so aktiv ist und so. Und dann kann ich abends, wenn natürlich wir gezwungenerweise dann auch noch am Esstisch sein müssen, oder? Lange und reden und so. Es interessiert mich überhaupt nicht, was die Wege so macht. Sie machen ja sowieso nie etwas. Wenn sie aktiv sind, sind sie am Abendessen oder sonst halt immer wieder zwischendurch, weil sie so viel Besuch haben und der Besuch will mich sehen. Nur mich. Die wollen nicht mal die, die sie einladen, sehen. Die wollen nur mich sehen, weil ich der netteste Mensch bin zu Fremden, zu Besuchen. Weil ich reden kann, aber die Leute haben manchmal so Schizophrenie oder so. Die sind wie so eingesperrt und reden nicht alles, oder? Dann wollen die Leute nichts mit denen zu tun haben. Die müssen sich ändern oder halt einfach die Zwänge mal ein bisschen überwinden oder so. Also dieser Angstzustand, den Zittern und Geistes, also Geistesehen machen unsere nicht. Also Schizophrenie ist halt schon extremst umfangreich. Diese Halbsachen da, die Unwahrheiten, die stimmen gar nicht natürlich. Hier ist das Portal, wo ist denn der? Oh, das sind schöne Fische. Einen nehme ich mit, weil ich einen Zoo mache. Also für alle Leute, die wirklich Lust haben, irgendwas zu machen, sammelt für mich Fische. Ich brauche jeden von den irgendwie 2000 Fischen oder noch mehr. Ich brauche jeden Fisch. Hier war die Ruine. Es war wirklich eine blöde Ruine, aber ich habe per Zufall doch einen bekommen. Es sind nur zwei, es sind drei. Und der war, glaube ich, dort, ja. Deshalb habe ich hier so festgebuddelt. Der war dort. Ich habe noch einen gesucht. Okay, fest habe ich nicht gebuddelt. Das war schon ziemlich töricht, nervig. Ja, genau, hier spawnen halt keine Ertrunkenen. Also, es war, das mit der Ertrunkenen war wahrscheinlich einfach da westlicher. Aber dorthin gehe ich nicht, weil ich will ja noch ein bisschen erkunden. Vielleicht gibt es noch eine Pilzinsel oder so. Das ist wichtiger zu sehen. Wir haben ja jetzt noch genug Zeit. Also wir haben jetzt einfach nicht gerade so spannende Content natürlich. Aber ich weiß nicht, also ihr wollt einfach schauen. Ich sehe es an den Analytics. Ihr wollt diese Let's Plays vom Dragodia selber sehen, auch wenn es bei euch langweilig ist. Das ist sehr gut so, da bin ich sehr dankbar. Ihr müsst wirklich schreiben, wenn euch etwas nicht gefällt. Gell? Ich schaue, dass ich wirklich das da nicht mehr mache. Es sind überall Mangrovenbäume, aber wirklich winzig kleine Biome. Ich finde das noch sehr geil. Wie selten sind die? Ey? Ich schaue immer auf die Fische. Ah ja, Delfine müssten wir noch jagen. Aber der Bogen geht ja unter Wasser nicht. Wir brauchen einen Dreizack erstmal. Und den müssen wir unbedingt richtig verzaubern können. Entzaubern kann man ja nicht. Ohne Mods. Ich kenne so viele Mods, ich sage immer, wir können sie ja entzaubern oder so. Das stimmt ja nicht. Weil es einfach ein Mod ist. Es ist nicht das Spiel. Und eben, ich bin halt so mega motiviert, weil der einen Kaktus so motiviert auch neue Features einbindet. Genau. Jetzt machen wir einfach den Loot noch kurz hier in der Farmwelt, gell? Es ist wirklich kein einziger. Ich kann einfach keine Farmen. Wir machen das im Livestream dann, gell? Mit dem Dreizack-Farm. Und ist das warmer jetzt? Ja, das ist warmer. Also es ist wirklich heller. Das war es noch mal heller. Ja, ich weiß, Delfin. Ich müsste warten und kuscheln und killen. Diese armen Tiere von Drago Basel, einfach wegen den dummen Köpfen. Ich würde in keinem Spiel irgendwie etwas einem Tier antun, wenn es nicht nötig wäre.
Wieso haben wir den Kopfmod reingetan? Wieso? Weil es einfach motiviert und ich eigentlich ja die Köpfe von den Monstern und Spielen haben will. Also es ist ja ein Datapack und sie sind getrennt. Das ist, ja. Aber Spielerköpfe, das motiviert den Leuten auch alle immer zu killen. Es ist einfach nicht meins. Oder auch PvP ist eigentlich nicht so meins, wenn es nicht in einem Krieg oder in einer Gilde oder so ist. Alleine würde ich die Spiele eigentlich nicht gerne killen müssen. Es gibt nochmals ein MMORPG, das bald rauskommt und dort wird man immer wieder random angegriffen. Ich weiß nicht, ob ich spiele, aber es ist halt schon cool, so mittelalterlich. Ich werde den Namen dann mal sagen. Ich weiß ihn jetzt nicht auswendig. Biahuman oder so, das ganz ein billigen Namen, ein Satz sogar. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt Let's Playen soll oder ja, sogar leiste. Ich werde sowas von Balaga dann immer wieder. Ist ja bei Champions of Recken und so, wenn sie mich sehen. Also jetzt nicht mehr so wegen dem Ritter, aber ich wurde ja immer als Beschirmer bevorzugt. Und auch als Jäger wurde ich ja immer wieder angegriffen. Es geht gar nicht mal so. Du musst richtig ein Profi sein, dass du gegen eine Fan- oder eher Anti-Fan-Gemeinschaft dann bestehen kannst, oder? Ich weiß ja nicht, wie viele Feinde ich jetzt in Regnum schon habe. Ich habe sehr viele Freunde, vor allem die Engländer und Spanier sind auch herzlich meine Freunde, aber die machen halt nicht viel. Die beschützen mich nicht, die verfolgen mich nicht, oder? Sie gehen eigene Wege und so und lassen mich im Stich. Aber die Deutschen denken immer so sofort negativ. Oh, der streamt, okay, ich greife ihn nämlich ständig an. Ich bevorzuge ihn oder so. Was war das da unten? Eine Höhle. Ah, eine einzelne schöne, wie sagt man dann? Korallenranke. So ein komisches Teil. So, also, ich denke. Ah, da drüben, okay. Ja, ich mache den Part ein bisschen länger. Und ja, schau, dass ich einfach wieder mehr aufnehmen, hochladen kann. Über die Nacht mal auch vielleicht ein, zwei Parts. Es geht immer so schnell zum Hochladen, weil ich so eine gute Internetverbindung habe. Aber die Verarbeitung, die braucht ja eigentlich für mich ja nicht unbedingt Internet, oder? Kannst du es ja immer mal sagen, ob das noch Internet braucht? Das macht ja eigentlich YouTube. Ach komm. Das habe ich doch fast geschafft. Und die sind immer so langsam, also man kann direkt wieder weiter buddeln. Und das ist ja auch wieder eine Scherbe. Hey, jetzt kommt das anders raus. Okay, wenn man sieht, was. Ah, vielleicht habe ich das genommen. Aber hier ist ja die Scherbe. Komm schnell. Ich will nicht ertrinken. Nein, ich will doch kein Wasser Schaden bekommen von. Hallo. Ich finde wirklich Rückstoß extremst nervig. Da hinten noch. Also, Dreizack-Ringe getrunken. Oh, geil. Also für die Kupferbahn hätte ich jetzt nicht unbedingt dastehen müssen. Die muss ich ja noch ein bisschen farmen. Die brauche ich dann für die Cocktailgläser. Die könnten wir eigentlich gleich platzieren. Noch. Das ist okay, dass hier so viele sind. Und die kann man eigentlich auch züchten, oder? Also wenn man einen setzt, wenn es vier wachsen, kann man ja eigentlich drei extra bekommen, oder? Ach komm schon da. Was ist das? Ja, eine Hacke. Ja, Holzhacke. Und sonst? Oh, das sind auch schöne Fische. Aber die will ich jetzt nicht unbedingt so gerne. Es ist wirklich nur eine Ruine. Verdammt. Also, jetzt haben wir wieder das Produktion gehabt. So. Also, wir machen mal Cocktailgläser. Die gehen ja an Land, tun die sich nicht verändern und so. Ich kann die nicht draufstellen. Ich kann die gar nicht draufstellen. Ich kann die gar nirgendwo draufstellen. Ich muss irgendwie. Ich mache jetzt einfach mal so.
Also, dann machen wir doch immer wieder zwischendurch ein bisschen Loot. Auf. Jetzt muss ich den Comment kurz wissen. Giftshop. Geschenksladen. Also eigentlich immer Äbtisches am Anfang. Ah ja, ich will euch die Points zeigen. 11.000 habe ich gefarmt. Ist jetzt nicht so lange gegangen, natürlich. Was haben wir bekommen? Was haben wir denn? Das Ei. Ja, das ist aber ein normales Ei. Skinner. Und ein Osterei haben wir bekommen. Ein Wolf. Dein Ernst? Ein Kaktus. Ich habe einen Hund bekommen, den ich jetzt hier. Hä? Komm, komm raus. Als Wachhund einsetze. So. Aber hier ein bisschen Regel. Muss nicht im Weg stehen. So. Dann haben wir. Ich tue den Eimer mal hier rein. Den Kopf eines Ertrunkenen haben wir schon. Okay, dann nehme ich mit. Was habe ich jetzt gesagt? Nochmal das Giftshop. Jetzt mal ein Seltenes. Da bekommt man zwei. Yay! Aber wie macht man die? Okay, der ist schon gezähmt, okay. Ja. Können die Weizen farmen und so? Du Schlingel. Ein Diamantschwert. Den Kopf von einem grauen Pferd? Hä? Habe ich das bekommen von einem Ei? So ein Schlingel. 6 Level? What the fuck? Das lohnt sich ja am meisten. Was ist das für ein Schlingel? Oh, 2. Was soll ich jetzt mit denen tun? Die hauen vor allem immer ab. Ich müsste sie irgendwo einsperren oder so. Der andere ist gar nicht mehr zu sehen. Muss irgendwo hier sein. Und die werden als Bösewichte angezeigt. Das sind andere. Das sind andere Entities. Ja. Ein Kaktus mit seinem Scherzen. Das ist zwar ein bisschen neu, also, ja. Aber ich weiß schon, wieso der das macht. Oh, schon wieder. Wo haben wir eigentlich den Rest hingetan? Nee, ernst. Manchmal lohnt sich's echt nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob er es auch ge. Boah! Mein Müll, hey. Du die einfach mal hier rein und du sie dann verzaubern noch. Wo haben wir die anderen Netheritbahnen hingetan? Also solange wir wirklich noch andere Sachen bekommen, lohnen sich die natürlich am meisten. Und ich weiß ja nicht, wie lange da die das Event macht. Aber wir haben 5. Schon wieder. Wahnsinn. Das lohnt sich ja mega. So, machen wir die auch mal rein. Ich tue die alle natürlich raussortieren. Hey, also das nervt jetzt extremst. Okay,
Speed. Das ist ja extremst, wie viel wir eigentlich bekommen. So. Also gut. Ich glaube, es reicht so langsam 35 Minuten nach. Ich sag mal einfach mal, yo, accepting. Aber es ist natürlich schon ziemlich overpowered. Wir müssen ja nicht alles verwenden. Also so overpowered sind wir jetzt nicht, weil wir es einfach nicht nutzen. Wo sind eben Netheritbahn? Wir haben nämlich bekommen im letzten Part. Ich muss wirklich nachdenken, wo das war. Beim neuen Loot. Weil ich will ja alle Netheritbahn haben. Ja, irgendwie nicht beim neuen Loot. Ach, egal. Ich werde die schon wieder finden. Auf jeden Fall lassen wir die im Beutel. Hä? 10 haben wir jetzt bis jetzt. Okay, mache ich noch 2 auf. Ja, wieder Diamanten. Ich habe genug Diamanten. Mache jetzt, glaube ich, langsam Diamantblöcke. Ja, auf jeden Fall hier auch noch. So. Diamantblöcke, die sehen so schön aus, nicht? Also ich bin wirklich kein Fan von Diamantblöcken. Vor allem von Smaragdblöcken nicht. Die sind so altmodisch, so, was ich, 18. Jahrhundert. Tja, da haben wir auch noch 2 Diamantherzen und so. Boah, viel zu viel Sachen. Okay. Also, dann schauen wir noch kurz wegen den Sniffen, genau. Das wollte ich schon viel früher und so machen. Aber was passiert jetzt eigentlich mit diesen ja, Geist, Hilfsgeister? Die gehen einfach random oder die spawnen vielleicht auch irgendwann mal. Gibt keine neuen Viecher. Ich werde noch hier bleiben und noch ein bisschen warten, bis die endlich die anderen Pflanzen noch haben. Und die anderen sind gewachsen. Mein Gott, ich will so viel machen noch. Also wir müssen unbedingt livestreamen. Nein, die sind noch nicht gewachsen. Okay. Gut. Jo, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dragobasler. Tschüss.